Bildungs- und Beschäftigungszentrum in Rudersdorf, kurz BBZ, feierte sein 10-jähriges Bestandsjubiläum. Im Zuge dieser Feier wurde dem BBZ als erstem Erwachsenenbildungsinstitut im Burgenland vom TÜV Austria das ISO 21001 Zertifikat verliehen. Das BBZ Burgenland leistet seit 10 Jahren wertvolle Arbeit in Sachen Bildung und Beschäftigung und hat 2 unterschiedliche Standbeine. Erstens können hier Menschen die Aus- und Weiterbildung in technischen und handwerklichen Berufen sowie Schweißzertifizierungen nach EN ISO 9606 und nach ÖVGW-Richtlinien machen. Zweitens ist das BBZ seit 2016 wichtiger Partner des Burgenländischen Müllverbandes und der Gemeinden aus der Region. Aber jetzt zur Feier. Wir haben euch heute eingeladen, nachdem es uns bereits 10 Jahre gibt und wir heute als Anlass nehmen, nachdem wir die Rezertifizierung angestanden ist und wir durch TÜV Austria die Zertifizierung als erstes Institut vom Burgenland, das Bildungsinstitut in der Erwachsenenbildung nach der neuen Norm ISO 21001 bekommen haben. Die Herrschaften kommen dann nach den Worten des Bürgermeisters zum Wort. Ich möchte es als Anlass nehmen, Dankeschön zu allen zu sagen, die uns immer wieder unterstützen. Wir haben ja mehrere Bereiche, die wir abdecken. Ich möchte vielleicht eine ganz kurze Präsentation machen zu 10 Jahre BBZ Burgenland, damit alle, die uns jetzt schon irgendwie kennen, wissen, wie das entstanden ist. Entstanden ist das Ganze 2008. Wir haben einen Vorstandsvorsitzenden im Landesrat, Josef Dauber, Landesrat außer Dienst, der hat es 2008 als Anlass genommen, wie die Weltwirtschaftskrise war, zu sagen, wie auch Österreich erreicht hat, dass man nicht nur warten müssen, bis wir von irgendwo eine Unterstützung bekommen, sondern das selber in die Hand nehmen. Hat dann gesagt, wir müssen, wenn die Wirtschaft wieder angeht, schauen, dass wir Leute qualifizieren, die das nachher, wenn keine Krise mehr ist, sehr bessere Chancen am Arbeitsmarkt haben. Es war in dieser Region kein Ausbildungsinstitut, das damals war der Amtsleiter Strobel, regionale Geschäftsstelle Jennersdorf, der hat ganz dringend eine Schweißausbildung gebraucht, die nächste war in Großpetersdorf, dann war Putz Neutal und hier unten war nichts an deiner Werkstätte. Da waren 2 weiße Flecken im Bezirk, im Burgenland, das war Neusiedl am See und Jennersdorfer Bezirk. Und da haben wir uns entschieden, dass wir hier, nachdem wir alle ziemlich sind, in Jennersdorfer Bezirk was machen. Nach langer Suche ist es uns dann gelungen, den idealen Standort hier in Rudersdorf zu finden, fast am Nabel der Welt. Gell? Vom Einzugsgebiet her ganz gut. Nachdem wir vom Bezirk Büssing nicht weit haben und der ganze Bezirk Jennersdorf auch nicht so riesig ist, und dann haben wir da das eben angemietet und seither sind wir da und haben uns etabliert in den Bereichen, grundsätzlich einmal in der Schweißtechnik, in der Metalltechnik, Installationsgebäudetechnik und in letzter Zeit jetzt immer angepasst an dem, was die Menschen brauchen, an dem, was das Land momentan braucht, was haben wir momentan für Probleme, welche Personenkreise haben wir, die schauen wir, dass wir abdecken und dass wir das Ideale für Sie, für alle finden, damit jeder das Beste daraus machen kann. So, das heißt, wir haben dann, wie gesagt, modulare Schweißausbildung, wir haben immer ausgezeichnete Vermittlungsquoten, weil wir eben genau das machen, was eben die Betriebe verlangen. Wir haben auch sehr gute Kooperationen mit sehr vielen Betrieben. Und fragen nach, es war vorher schon die Firma Hoffmann da, die haben sie im 6. schon wieder in Graz sein müssen, ja, die sagen, was ist der Bedarf und wir machen dann eine punktgenaue Qualifizierung dazu. Wir haben Kooperationspartner TÜV Austria in der Schweißtechnik und Österreichische Vereinigung für das Gaswasserfach in der Kunststoffschweißtechnik. Da sind wir zertifizierte und akkreditierte Aus- und Prüfstelle für die ÖVGW. Dann haben wir die FIT-Ausbildungen, das heißt, da gibt es ein eigenes Programm für Frauen, das heißt FIT 4, das sind Frauen in Handwerk und Technik, Facharbeiterinnen in Intensivausbildung.
schauen wir immer wieder, dass wir diese Berufe anbieten, wo auch die Frauen eine Chance haben werden zu arbeiten. Weil das ist ja auch der Sinn, dass man macht, dass sie auch dann in diesem Beruf arbeiten können. Es ist uns jetzt gelungen, immer mehr in Kooperation mit dem Müllverband, da möchte ich die alle Chance dafür danken, da haben wir uns eingesetzt, dass wir da als einer von 7 Standorten sind für das Reuse-Netzwerk Burgenland, da sind wir auch Mitglied in diesem eigenen Verein. Da ist ins Leben gerufen worden, diese ganze Reuse-Geschichte ein bisschen zu professionalisieren. Das Reuse-Shop haben wir auch hier im Ort, da haben wir in der Theresien-Siedlung angekündigt. Das ist recht gut, weil wir nicht nur Ware übernehmen und verkaufen, sondern wir haben uns etabliert als Reparaturzentrum. 2017 haben wir dann als BWZ Burgenland den goldenen Mistkäfer verliehen bekommen. 2018 gab es vom Wirtschaftsministerium eine Ausschreibung, da haben wir eine Auszeichnung bekommen als familienfreundlichster Betrieb des Burgenlandes. Wir wollen schaffen und stabilisieren von Strukturen und Menschen unterstützen, die nicht genau jetzt momentan den Arbeitsalltag finden. Das ist das, was wir eigentlich dann in anderen Christian erzählen wollten, wie es weitergehen muss. Und du, Christian, als Sprachrohr irgendwas dann bis bald klar machen musst. Ihr sollt nur wissen, wir wollen hier weiter betreiben, eine Gruppe von Menschen, die es am ersten Arbeitsmarkt wahrscheinlich ganz gar nicht mehr so stark schaffen werden, weil das Angebot nicht da ist oder weil diese Menschen die Qualifikation, die sie brauchen würden für Spezialarbeiten, nicht haben. Ziel ist es nicht nur, diese Menschen dauernd zu behalten, sondern auch nebenbei zu schauen, in den Arbeitsmarkt zu bringen. Man kann sich da aber keine 70% erwarten. Das ist das, was wir jetzt machen. So. Ich hoffe, dass ihr jetzt alle ein bisschen einen Einblick habt. Wisst, dass wir nicht ganz unanständige Leute sind, was wir immer wieder für alle miteinander schauen, dass wir für alle das Beste machen. Und möchte jetzt ganz kurz noch die Nina Meyer. Die Nina Meyer ist momentan eine Kursteilnehmerin von Plan B. Hat aber jetzt allerhand Bewerbungen drinnen, wo es auch zum Beispiel eine PowerPoint machen kann. Die Nina hat ja ganz schöne PowerPoints gemacht. Nina Meyer, bitte darf ich dich jetzt bitten, nur schnell weiß ich nicht, zum Beispiel, weil der Janis Hanse vom Müllverband da ist. Machen wir gleich einmal die Aufstellung auf, ja, bitte sehr. Wenn wir geredet haben vorher von den Reuse-Boxen, die Nina hat jetzt, es gibt ja verschiedene Übungs, was der ist ja allerhand in dem Bogen, den Ihnen hat er sich zur Aufgabe gemacht, das sagst du gleich. Ja. Ja, also ich habe mir das Jahr 2018 vorgenommen und habe mir die Listen der Reuse-Boxen angeschaut. So schaut eine Reuse-Box aus, genau. Für alle, die noch keine gesehen haben. Das waren insgesamt 577 Boxen, wobei man kann es nicht nur in Boxen rechnen, weil vieles passt nicht in diese Boxen hinein. Und es waren über 5 Tonnen an Dingen, die da gesammelt worden sind. Was nicht ganz ersichtlich ist, ist noch, wie viel tatsächlich verwertbar ist und wie viel wirklich im Müll landet. Das wäre noch etwas zu verbessern im ganzen System in der Erfassung. Im ganzen System, das ist jetzt wichtig, denn weißt du, was sie machen? Wir tun, das Verhältnis, was werden wir wieder, was geht tatsächlich in den Müll und was bleibt einfach noch da? Das tun wir nur feststellen bei der Übernahme. Ja. Aber, das man sie jetzt, wenn das lang am Laufen ist. Wir haben Ergebnisse, also das Verhältnis ist ungefähr 75 zu 25, also ungefähr 75% von dem, was in der Reuse-Box drinnen ist, ist auch wieder verkaufsfähig, Ich weiß nicht, dass den Durchschnittswert gibt, aber den glauben wir mir nicht ganz und deswegen führen wir jede Box anregen. Und die Nina ist jetzt gekommen auf 8,8 Kilo, weil der Normwert ist ja 8,5 Kilo. Gell? Und das haben wir jetzt festgestellt. Ich darf euch einmal recht herzlich begrüßen. Im Namen der Marke meine Rudersdorf, in meinem Namen als Bürgermeister. Es ist schön, wenn die Hedi ruft, dann ist der Saal voll. Und das schafft sie jetzt, wenn wir mittlerweile mitgekommen haben, seit 10 Jahren. Was sie angreift, das macht sie
zum Gold, wenn man sagt, den goldenen Mistgeber oder was die Aktionen, die haben jährlich, schafft sie Auszeichnungen, Prämierungen mit ÖV-Austria und das ganze Schweißprüfungen mit ihren Harry. Stellt sie da schon irgendwas auf die, stellt sie schon sehr viel auf die Beine, was uns regional auch hilft. Erstens einmal, wir haben Bildung, das ist ein ganz wichtiger Stand, das brauche ich als Jüngster, oder einer der Jüngsten hier im Raum nicht sagen. Bildung ist das Wichtigste, das macht das Tor auf, auch weiters für das Berufsleben. Und wenn ich jetzt zurückdenke, 10 Jahre und wie viel, das aus der Region jetzt da ausgegangen sind, der was da an und für sich, sagen wir mal, Umschulungen oder andere Zweige im Beruf angestellt haben, der was heute fix repliziert sind in einer Metalltechnik, in Binkerfeld oder wo auch immer. Also es ist ein Erfolg, man sieht es ganz stark bei den Frauen und das kommt nicht für irgendwas. Es ist schon wichtig, wer da herinnen die Fäden leitet und das ist die Hedi. Und für das können wir nur Danke sagen, im Namen der Gemeinde, natürlich auch von allen Vertretern wahrscheinlich der Politik und bis zum wenn ich Jimmy anschaue, das funktioniert einfach und da können wir auch die stolz sein. Und auch Rudersdorf ist stolz, dass es im ersten Mal gut funktioniert mit uns, mit der Gemeinde und mit dem BWZ. Ob das mit den Vereinen, ob das mit der Bevölkerung, das sieht man, es ist alles da und es ist einfach super. Und ich hoffe auch, dass in Zukunft positiv weitergehen kann. Natürlich brauchen wir da in einem Betrieb die Unterstützung auch von der Politik, als sage ich mal als finanzielle Unterstützung aus allen Organisationen, weil man einem an und für sich sehen muss, es bringt was. Hedi, danke und ja, alles Gute für die Zukunft. Ja, und vielleicht einmal, ich habe vorher ist mir das Wort hängen geblieben. Wie heißt das Zentrum? Welches? Was machen wir da? Reparaturzentrum. Mhm. Gell? Also sollte irgendwann nochmal ein Klimaanlage wo liegen, der was man vielleicht reparieren kann, da war es ein guter Platz. Wir kämpfen weiter. So ist es. Und da steht drinnen, wer kämpft, kann verlieren. Mhm. Wer nicht kämpft, hat verloren. Ja. Und das ist die Hedi. Die wird immer kämpfen. Und die hat gewusst, wenn im Endeffekt nicht das rauskommt, was sie will oder wollte, kommt was Neues raus. Und wenn man die 10 Jahre angeschaut hat, ohne dass ich jetzt zu meiner Schande, ich glaube, einmal war ich da und überhaupt so gekommen, nicht jetzt genau gewusst habe, die Themen, was effektiv gemacht worden sind, weiß ich, dass jemand versucht hat, innovativ und was Neues zu machen und vor allem Auffangnetz für diejenigen zu bilden, die keine Chance haben oder die im normalen Arbeitsleben nicht die Chance kriegen. Und das ist die Struktur und das lebt mit dir und mit deinem Team, mit deinem Mann und alles auch. Und ich muss ehrlich sagen, damals hat mir das auch erzählt und ich habe gesagt, das wird was. Und das ist was geworden. Das Kind ist mittlerweile 10 Jahre jung. Du hast Perspektiven und du wirst mich sicherlich als Sprachrohr und Fürsprecher für die weitere Zeit, für die weitere Zukunft finden und haben, ob ich mit Herrn Jost oder dann direkt mit Christian Illetitz spreche. Also das hat Sinn. Das ist sinnvoll und da muss man sinnvolle Projekte auch verhindern und eventuell zukünftig nicht machen. Ich denke mal, da ist was entstanden, wo sehr wohl eine Verbindung mit UTB oder auch Gemeinde ist und es sind viele, die dadurch auch den Einstieg ins Leben gefunden haben, so als Leben. Du hast da versucht, wirklich immer mit der Zeit mitzugehen. Ja. Du hast recht, eine Klimaanlage ist nicht schlecht, aber es ist nicht so wichtig, glaube ich, für die Hedi. Es ist wichtiger, dass einfach da die Leute sind, die ausgebildet werden, die im Endeffekt dann eine Berufung kommen, einen Job kommen. Und wir werden die Leute wirklich noch mehr brauchen. Ich bin ein normaler Fliesenlegerbauer. Und ich weiß, unsere Generation hat die Chance gekriegt, lernen zu gehen, studieren zu gehen. Heute ist es schon schwieriger geworden. Ja? Aber es wird schwieriger sein, gute Fachkräfte zu finden. Darum bin ich als Vater jetzt so, ich sage, geht es entweder lernen oder macht es einen Beruf. Und ich bin stolz auf meine Töchter. Eine studiert, die andere ist aber auch Schlosserin, Metalltechnikerin geworden, Ausgebildete, der Jimmy weiß das. Ist gleich viel wert. Die macht eine weitere Ausbildung jetzt. Die Chance ist nur, wenn man Spaß hat mit einem Beruf, wenn man gut ausgebildet ist, wird man dort und da einen Job finden. Und es wird wichtig sein, dass es solche Einrichtungen wie euch gibt, weil es den nicht gibt, allein der Wirtschaft wird es nicht gehen. Und in Verbindung immer mit ÖGB, weil ich sage, das ist nicht, weil in der Alterkammer sitzt. Ohne ÖGB gibt es dieses nicht. Das Gemeinzimmer wird auf das Trennende gestellt und das ist auch wichtig und ich bin stolz darauf, dass die Gemeindevertretung auch so sieht. In dem Sinn, alles Gute, auch seitens des Landesrates, der ich so verhindert war, weil wir jetzt mit dir in Verbindung setzen. Alles Gute und viel Erfolg für die nächsten Jahrzehnte. Ich bin überzeugt, das ist ein guter Weg und der Rudersdorf ist ein guter Platz für dich. Ja. Ja.
arbeiten jetzt schon seit 6 Jahren zusammen und sind, wie gesagt, jährlich vor Ort, schauen uns den Betrieb an, es ist uns großartig, was da geschaffen worden ist in den letzten 10 Jahren. Und möchten auch wirklich herzlich zum Jubiläum gratulieren. Natürlich kommen wir da persönlich, um das Zertifikat zu erreichen. Wir wissen, dass da ziemlich viel Arbeit verbunden ist, also so eine Zertifizierung. Und man sich schon verdienen, aufbauen, jährlich auch sich da verändern, anpassen, jetzt mit der neuen Norm. Also in Burgenland das erste Zertifikat, das wir nach der neuen Norm vergeben. Und auch für ganz Österreich ist das eine Vorreiterrolle. Also es ist da unter den ersten 10 in ganz Österreich. Es gibt natürlich viele, die diesen Schritt gewagt haben und gesagt haben, ja, machen wir, wir scheuen uns da nicht vor Veränderungen. Es ist ein bisschen anders. Wir müssen da wieder was umstellen. Aber so ist es halt. Es ist für ein ständiger Zyklus. Und ja, wir möchten ganz herzlich gratulieren und das ganz speziell überreichen. Ja. Herr Janisch, für den Burgenländischen Müllverband ist es doch ziemlich wichtig, diese Partner zu haben, die für die Reuse-Boxen die Sachen wieder herrichten. Jetzt sind wir da in Rudersdorf. Was sagen Sie dazu? Ja, wir sind sehr froh, dass wir die BBZ als Institution auch für unser Reuse-Netzwerk in Burgenland gewinnen konnten. Sie sind ja jetzt auch schon bei uns 2 bis 3 Jahre Partner und einer unserer Reuse-Shops wird hier von der BBZ betrieben. Das läuft aus unserer Sicht sehr professionell ab. Es ist hier auch ein entsprechendes Engagement dahinter. Und insofern sind wir sehr froh, dass diese Stelle hier in der BBZ so gut gemanagt wird. Wie viele dieser Partnerbetriebe gibt es im Burgenland, die diese Sachen, die die Leute bringen, wieder herrichten? Also wir haben jetzt im Reuse-Netzwerk derzeit 7 Partner, die generell aus der sozialen Ecke kommen und diese Partner beschäftigen sich dann mit der Rücknahme von wiederverwendbaren Gegenständen, machen, wenn es notwendig ist, auch kleinere Reparaturen und bieten dann diese Gegenstände wieder zum Verkauf an und damit ist der Wiederverwendungskreislauf geschlossen und Dinge, die sonst zum Abfall kommen, werden jetzt nicht gleich sofort weggeworfen, sondern werden einer weiteren Verwendung zugeführt. Peter, ich lese da BBZ, was heißt das? BBZ bedeutet Bildung und Beschäftigungszentrum. Ihr habt heute eine neue Zertifizierung bekommen, ganz eine tolle. Was habt ihr da alles ändern müssen dafür? Wir haben Programmabläufe ändern müssen. Wir machen Management-Reviews, wir haben Stakeholders, da gibt es in der Norm vorgeschriebene Punkte, die eben änderbar sind, um den Unterschied zu 2999 adaptieren auf die 21001. Das ist eine ISO-Zertifizierung. Zahlt sich das aus? Es sind gewisse Ausschreibungen, wo die vorgeschrieben sind, ansonsten kannst du gar nicht anbieten.
was sagen euch eure Leute dazu? Wie zufrieden sind die und wie sind die Erfolgschancen, nachdem man eine Zeit lang hier gearbeitet hat, einen Job zu bekommen? Wir betrachten die Menschen und die Leute, die hierher kommen, ganz genau auf ihre Erfahrungen, die sie mitbringen. Wir schauen, was ist machbar auch in der Region, was ist sein Umfeld oder ihr Umfeld, ja? Wo kann sie einen Arbeitsplatz erreichen, was wird in diesem Bereich angeboten und versuchen dann, wenn eine Qualifizierung fehlt, eine punktgenaue Qualifizierung dem Menschen angedeihen zu lassen, dass er oder sie eine Chance hat, den Arbeitsplatz zu bekommen. Wie viel Prozent werden dann weitervermittelt? Im Schnitt, wir haben einen ausgezeichneten Vermittlungserfolg, der letzte war bei 74% im Schnitt 2018. Ich habe gehört. Weitervermittelt an den Beruf, den wo sie da erlernt hat. Also das andere wissen wir nicht, da kriegen wir immer die Zahlen vor, von der Statistik, was das AMS uns gibt. Ich habe vorher gehört, ihr repariert auch viele Sachen. Mhm. Heißt das, ich kann einfach meinen Rasenmäher, meine Waschmaschine herbringen und sagen, könnt ihr mir das reparieren? Ja, zu uns kommen Menschen, also das Ganze findet statt in dem Projekt Reuse, Reuse-Netzwerk Burgenland. Wir sind keine Konkurrenz zu irgendeinem Gewerbebetrieb. Solange das eine Garantiesache oder was ist, ist gar nichts mehr. Wir reparieren Sachen, wo die Leute, wenn sie wohin gehen würden, fast so viel bezahlen würden. Das ist ja das Tragische, warum das der Müllberg wächst. Reparatur, die knapp das Gebrechen auftritt, nachdem die Gewährleistungsfrist aus ist, das ist ja interessant, kostet beinahe so viel wie ein neues Gerät. Jetzt sagen die viele Menschen, weißt du was, dann kaufe ich mir gleich ein neues Gerät oder ich habe das ganze Gerät neu. Es ist aber oft nur eine Kleinigkeit, die kaputt ist. Ja. Aber das hineinzuschauen, das zurückzuschicken, das wieder vielleicht bekommen, einen Attest dafür bezahlen zu müssen, eine Prüfung zahlen müssen, ohne dass repariert ist, da verzichten dann viele drauf. Aber Gott sei Dank denken Menschen schon um und sagen, na, ich mag dabei noch weiter tun mit der, ich lasse mir sicherheitshalber anschauen. Wir machen eine Fehleranalyse, sagen dann den Menschen Bescheid, was kaputt ist. Wir besorgen nichts, wir kaufen auch nichts ein. Wenn das ein Bestandteil ist, den wir nicht haben, zum Beispiel schon von einem anderen Gerät ausgebaut, wenn das irreparabel ist, sagt er, okay, bitte holt euch die Bestandteile und das zufällig passt, dann bringt der Kunde den Bestandteil und wir bauen ihn ein. Das heißt, das ist also möglich, ganz kurz natürlich gesagt. Ja, das ist jederzeit möglich, ja. Ich muss das Gerät nicht da abgeben und sagen, jetzt gehört es euch. Nein, überhaupt nicht. Nein, das wäre ja auch, es gibt drei Prioritätsachsen, die erfüllt werden sollen. Die erste Prioritätsachse ist, dass der Gegenstand beim Besitzer länger in Verwendung ist. Die zweite ist, reparieren und wieder herzugeben, für was anderes verwenden. Und die dritte ist dann, die Wertstoffe daraus zu gewinnen. Und am idealsten wäre die Prioritätsachse 1, das Gerät länger beim Besitzer in Verwendung zu haben. Was sagen eure Leute dazu? Wie sind die zufrieden, wenn sie da arbeiten? Die sind sehr zufrieden. Wir decken diesen Personenkreis ab, wo jeder sagt, das sind die Älteren, die bringen so viel Erfahrung mit, nur keiner will was dafür zahlen. Jetzt ist es ganz schade um diese Menschen, denn sie daheim sind, ohne Perspektive, die verzogen, das tut nicht gut der Gesellschaft. Sie haben ein schlechtes Gefühl, zu Hause zu sitzen und irgendwoher ein Geld zu bekommen. Sie wollen etwas dafür tun. Das beruhigt, das wertet den Menschen auf, das wertet das Bewusstsein von den Menschen auf. Der Mensch ist wieder in der Gesellschaft und tut produktiv was und kann auch das, was er an Erfahrung hat, einbringen und immer freut damit. Das ist nur eine Generation von Menschen, die wissen, dass nicht das Geld vom Baum runterfällt, dass man nur ein bisschen was reparieren kann, dass es nicht sinnvoll ist, wenn man nur von irgendwo von Übersee die Produkte kriegt, so Wegwerfprodukte. Meiner Meinung nach, es müsste halt viel mehr Slow Production gehen, produzieren so, dass das Gerät auch reparabel ist. Leider werden viele Geräte produziert, wo es eingegossen in Kunststoff, alles nur so, irgendwo ein billiges Produkt oder ein Produkt, das nur die Gewährleistung aushält, dort eingeht und damit du gezwungen bist, das ganze Gerät wegzuhaben. Das wäre eine Aufgabe unserer EU-Politiker, dass man sowas gar nicht ausladen lässt vom Container, wenn es daherkommt.
Gut, jetzt haben wir viel gehört. Ja. Jetzt wünschen wir noch viel Glück und Erfolg weiterhin. Erfolg war ja großartig da, weil mit über 70%. Ja, das ist schon gewaltig. Wenn wir nicht die große Masse abfertigen, sondern wenn wir punktgenau ausbilden. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Das ist auch unser, das ist ganz einfach das Wichtigste.